In heutigen Zeiten schleppt jeder ein Smartphone oder irgendein Handheld mit sich rum und kann immer und überall mobil spielen. Es gab mal Zeiten, da war das nicht so selbstverständlich. Aber da waren stationäre Heimkonsolen der Renner, unter anderem der Super Nintendo. Genau, das Super Nintendo ist ja so eine meiner All-Time-Lieblingskonsolen. Und das Schöne ist, in den Tagen von heute, die so retro-begeistert sind, in denen immer wieder alte Sachen ausgegraben werden, kommen auch viele technische Hersteller immer mal wieder auf die Ideen, Konsolen auf den Markt zu bringen, die es in ähnlicher Form schon mal gab. Also wir kennen zum Beispiel ja diese Joysticks vom Atari 2600 mit 20 eingebauten Spielen, die kann man direkt an den Fernseher schließen. Ja. Es gab vor kurzem mal so ein Mega Drive Handheld, wo auch ein paar Spiele eingebaut waren mit Display. Und jetzt ist das los auf den Super Boy gefallen, ja, was quasi eine Handheld-Variante des Super Nintendos ist. Wobei, also Handheld, ja, das erinnert mich so an die ersten Mobiltelefone, die so Riesenknochen waren. Also ein Ding, was in die Hosentasche passt, ist es schon mal nicht. Nee, es sei denn, du hast extrem Baggy Pants, dann vielleicht. Aber nicht, das, ne? Das Besondere an diesem Super Boy ist eben, dass er viel mehr bietet als diese anderen genannten Konsolen. Nämlich zum einen hat er einen eingebauten Bildschirm. Gut, das hatte das Mega Drive auch schon. Aber jetzt kommt nämlich der Knaller. Du kannst quasi sämtliche Super Nintendo Module benutzen. Außer 50-60 Hertz Modulen, so Donkey Kong zum Beispiel. Die sind nicht so richtig kompatibel. Okay. Aber alle Module heißt so viel wie früher, als das Super Nintendo auf dem Markt war. Da gab es ja so Ländersperren. Das heißt, als Europäer konnte man europäische Module benutzen, aber keine japanischen. Ja. Als Japaner keine amerikanischen und umgekehrt. Also jede Region eigene Module. Können wir mal den Unterschied demonstrieren. Genau. Das ist the German one. Genau. Oder die europäische oder allgemein. Sagen wir mal PAL. Und das hier sind die amerikanischen NTSC-Module, die, wie man sieht, eckiger sind. Genau. Da gab es dann so Adaptersysteme, das hat dann manchmal geklappt, aber Nintendo war da immer sehr, sehr, sehr schlau und fuchsig, sage ich ja mal, diese Adapter dann wieder mit irgendwelchen anderen Sperrschaltungen und Geheimchips kaputt zu machen. Das Schöne ist aber eben, es gibt hinten einen Modulport hier und da passt jetzt alles rein. Also, ich kann hier sowohl, na komm, US-Module reintun, ja, als eben auch, bitte? Ja, danke. Auch PAL-Module ohne Problem und die Sachen werden alle abgespielt. Ah. Das ist eine Besonderheit daran. Das andere Besondere ist eben, hier vorne sind noch so zwei Ports. Da kannst du also konventionelle Super Nintendo Joypads einfach anschließen. Sogar zwei. So, was macht das für einen Sinn, wenn nur einer auf dem Bild, also ne, wenn der Bildschirm so klein ist, könnt ihr euch natürlich fragen. Das Schöne an dem Ding ist, es hat auch einen Videoausgang, sodass man den Superboy tatsächlich an den Fernseher anschließen kann. Genau, hier hinten ist so ein Mini-Klinkeneingang bzw. Ausgang, Power-An-Ausschalter, Netzteil. Damit kann man das, wie du sagtest, über Composite-Signal allerdings nur an den Fernseher anschließen. Das Bildergebnis war bei meinem Test jetzt nicht so wirklich toll. Da liefen immer so Schlieren durch. Das Bild ist auch ein bisschen bleich, aber das ist halt dieses typische, diese Composite-Chinch-Qualität einfach. Hat nicht nur gut ausgesehen auf deinem Beamer. Oh, das tut mir auf dem Beamer schon mal gar nicht. Aber auch auf dem Fernseher war es nicht wirklich toll. Das Display als solches ist auch nicht der absolute Hammer. Ja. Es ist aber okay. Weniger okay ist jetzt, sind die Steuerelemente als solche. Also das Ding ist einfach riesig. Das ist einfach klobig. Und auch nicht wirklich ergonomisch. Nee, auch nicht wirklich ergonomisch. Also was mir nicht so gut gefallen hat, ist zum einen die Druckpunkte der Knöpfe. Hm. Die finde ich sehr, sehr, sehr unausgewogen irgendwie. Also die Buttons gehen ja hier noch einigermaßen, aber das Steuerkreuz, da hat man quasi, ob man das jetzt reindrückt oder nicht, da ist kaum ein Unterschied zu merken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Verarbeitung her, also, ich würde sagen, Stempel billiges China-Plastik. Ja, es ist ein bisschen eine zweischneidige Medaille, das muss man einfach mal sagen. Das ist zweischneidig, sehr schön. Das fühlt sich so ein bisschen weich an, auch viel zu, nicht weich, sondern viel zu leicht einfach. Ja. Aber es hat ein paar schöne Details, die dann so ein bisschen widersprechen. Es hat zum Beispiel hier hinten ein Batteriefach, aber da kommt keine Batterie rein, sondern ein spezieller Akku, der mitgeliefert wird, den du aufladen kannst. Okay. Der Nachteil ist natürlich einfach nur, wenn der Akku leer ist, dann musst du es entweder mit dem Netzteil aufladen. Ja. Und warten oder du spielst direkt am Netzteil, weil du kannst nicht einfach irgendwelche konventionellen Batterien reintun. Für welches Land ist denn das Netzteil ausgelegt? Das Netzteil hat diese Nasenstecker, diese amerikanische Norm, diese Schlitzstecker. Nasenstecker? Ja. Da kannst du entweder einen Reiseadapter dran packen oder einen Spannungswandler, weil das Netzteil verträgt von 110 Volt bis 240 Volt alle Spannungen. Also das sollte dann einfach mit dem Reiseadapter funktionieren, problemlos. Ja. Ja, gut. Summa summarum, es ist ein interessantes Gerät, das alle Male, weil es eben den Vorteil hat, es spielt quasi sämtliche Module außer 50-60 Hertz Module. Es hat eine schöne Sache wie einen eingebauten Akku, aber eben die Handheld-Qualität, wie du schon gesagt hast, lassen zu wünschen übrig, die Verarbeitung. Es hat halt auch einen stolzen Preis. Also ja. Der Preis liegt so ungefähr bei 90 Euro.
Mhm. Und wir haben das Gerät ja dankenswerterweise als Leihgabe bekommen von unserem Partnershop von Acme, wo man das bestellen kann. Ich finde, das ist ein Preis, der schon recht weit oben angesiedelt ist. Also wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, für wen lohnt sich dieses Gerät, dann würde ich sagen, für Sammler. Ja, Leute, die einfach auf Raritäten stehen, Leute, die aus irgendeinem Grund ihren Super Nintendo verkloppt oder weggeschmissen haben, mhm, und es jetzt bitter bereuen, und für Leute, die tatsächlich sich damit in den Bus setzen wollen und da Chrono Trigger zocken wollen. Ja, und das ist, glaube ich, werden schon die wenigsten sein, weil ich meine, eine Sache muss ich noch sagen, eine Anekdote, ja, aus meiner persönlichen Spielerfahrung. Final Fantasy 3 bzw. Final Fantasy 6, wie es der offiziellen Zählweise nachkam, das ist das hier, das hatte, in Amerika war das Teil 3. Ganz egal warum. Das habe ich damals auch gespielt und das hatte so eine fiese Importsperre. Ja. Das wurde auf meinem PAL Super Nintendo, wo ich einen Adapter drin hatte, damit das eben lief, ab und zu immer dunkel, der Bildschirm. Oh. Das heißt, das Spiel lief weiter, aber es wurde dunkel. Oder man konnte bestimmte Menüs nicht sehen. Und das Fieseste war, beim Abspann dieses Spiels war es komplett dunkel. Man hörte nur die Musik und ich weiß bis heute nicht, wie der Abspann war. Und das, oh, kann ich natürlich jetzt dank dem Superboy nachholen. Ich werde endlich wissen, wie es mit Terra, Locke und wie die ganzen Helden eben hießen, ausgegangen ist damals. Ja. Aber 90 Euro, hast du vollkommen recht. Muss jeder für sich wissen. Eine zweischneidige Medaille. Ja. Wenn euch der Superboy näher interessiert, den Link dazu findet ihr wie immer im Artikel zur Sendung auf www.vorzocker.de.